Und es geht hier um den ersten Pro-Bärnackel-Gürtel bei der Vendetta Fight Night. Sascha Weinbeuter! Voriges Jahr hat der Sascha gegen Matthias Matic gekämpft. Das war der erste Bärnackelkampf in Österreich und das war der Kampf des Jahres. Ein Weltkampf. Die Halle hat tobt. Es war eine unglaubliche Schlacht. Am 2.12. haben wir in Wien auf der Vendetta Geschichte geschrieben mit meinem ersten Bärnackel-Boxkampf. Die zwei haben sich absolut nichts geschenkt. Gar nichts. Aber gar nichts. Jetzt im Nachhinein ist das ganz lustig zum Erzählen. Ich war so mega nervös, eine halbe Stunde vom Kampf bin ich in der Kabine gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, muss ich das jetzt echt machen? Am liebsten würde ich rauslaufen und einfach nach Hause laufen. Ich habe so keine Angst, einfach nur Angst zum Versagen. Bernackel Fight World Championship, 5 Rounds und 3 Minuten. Fight hard, fight here. Chicken! Go back to the corner. Dann ist sowieso ein Support gehabt, unvorstellbar, die Leute sind alle ausgezuckt. Also da weiß ich wirklich, für was ich schwitze, für was ich trainiere, warum, dass ich mich so quäle, Blut beim Training, egal was, mich so aufopfere. Einfach nur für meine Leute, was mich da unterstützen kommen, das sind für mich meine Superstars. Da weiß ich wirklich, für was ich den Sport mache, wirklich. Also ich habe mich sehr gewundert, dass der Maki mit mir so ein Level mitboxt. Also von der Geschwindigkeit her und das Ganze. Und ich weiß natürlich, der, was mich besser kennt, das ist auch kein Geheimnis, ich bin einfach, ich brauche die erste Runde. Ich brauche die erste Runde und dann, egal wie lange es dauert, ich habe Conti, ich bin hart. Also das weiß man eigentlich, wenn ich mich so einschätzen kann. Wenn es Fight heißt, funktioniere ich einfach. Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, jeder Kämpfer weiß das selber am besten. Vorher in der Universität, dann stehst du da drinnen und von einmal bumm und dann funktioniere ich. Dann mache ich instinktiv einfach das Richtige. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Aber ich muss echt sagen, der Maki-Kampf, das war echt unvorstellbar, dass wir beide so hart gekämpft haben, alles gezeigt haben. Jeder ist gekommen zum Siegen, zum Killen, egal wie man das halt ausdrücken will. Da hat ja jeder gewusst, die zwei wollen. Und natürlich, wir haben uns auf 93 getroffen, aber wir haben beide wieder über 100 Kilo gehabt dann, ne, beim Kampf. Und ich hätte mir nie gedacht, jetzt kann ich behaupten, ich kann über das schon reden. Ich habe MMA gekämpft, ich hab Thai-Boxen gekämpft, ich habe einmal normal geboxt. Und jetzt halt das Bärnackel ist für mich die absolute Königsdisziplin, für mich persönlich jetzt dann das mit den bloßen Fäusten. Man muss so viel aufpassen. Wie haue ich hin, verschlage ich mich am Oberkopf, die Hand ist sofort gebrochen, blöd gesagt, man muss so aufpassen. Wer den Kampf von mir gesehen hat, den Finger habe ich mir in der ersten Runde abgerissen, dann da, links und rechts habe ich Cuts gehabt nach der ersten Runde. Also unvorstellbar, alles blutig, also war mega. Und vorher wird der Sascha gegen Iwatschuk kämpfen. Sascha hat sich extrem weiterentwickelt, er ist schneller geworden, er ist reaktiver geworden, die Schläge sind härter geworden und seine Ringintelligenz hat sich massiv gesteigert. Ich erwarte mir diesmal genauso eine Schlacht auf unglaublich hohem Niveau. Das ist das, was wir im Bärnackel sehen wollen. Zwei Kämpfer, die absolut ans Limit gehen oder weit übers Limit. Für meinen nächsten Kampf jetzt am 19.10. in Wien wieder auf der Vendetta habe ich mich wieder ganz anders vorbereitet. Diesmal wieder nur Pratzentraining mit meinem Trainer, Krafttraining und halt Conditraining. Und spezifisch habe ich mir diesmal gedacht, was das? Ich fahre nach Wien, ich fahre nach Hamburg, ich fahre nach Linz. Diverse Gym in Graz habe ich aufgesucht zum Sparring machen und einfach neue Charaktere kennenlernen. Egal wie gut, wie schwach oder wie stark der ist. Allein wenn du dorthin fährst, war das für mich so, wie wenn du so ähnlich, wie wenn du zu einem Kampf hinfährst. Du bist halt motiviert, du fährst dorthin und die Leute dort,
die kennen die nicht so richtig, jeder will sagen, wie stark er ist und das Ganze. Und es ist einfach so ein ähnliches Gefühl wie beim Kampf. Du fährst dorthin und musst performen. Und das war halt cool und natürlich noch schöner, ich bin überall sehr herzlich empfangen worden. Also das ist das Schöne, der Sport verbindet einfach. Von einmal sagt mir Bülent, er hat eine Zusage von Ivo Cuk. Was halte ich davon? Sag ich, ja mega, wenn er kämpft. Also Respekt an ihm, dass er das annimmt. Nämlich Bernackel, das macht nicht jeder. Und ja, und er hat ja letztens gegen einen Ex-Gegner von mir gewonnen, eindeutig mit Anschlag ausgenockt in Attila Uka. Und natürlich, ich hätte mir das nie gedacht, dass er das schafft. Nämlich, ich habe das nicht geschafft, muss man sagen. Also Respekt an ihm. Ja, und ich hoffe wirklich, also, dass er kommt und dass er wirklich motiviert ist. Ich will eine Schlacht haben. Ich will einfach so ähnlich wie beim letzten Kampf einfach ein richtiges, blöd, hart ausgedrückt, ein Gemetzel wieder haben, dass wir uns beide nichts schenken. Wir kommen da rein und jeder weiß so, jetzt wird's ernst, wir hauen uns da die komplette Grütze raus fürs Publikum. Und ich weiß nicht warum, diesmal kommen noch mehr Leute aus Graz, unvorstellbar. Also da weiß ich wirklich, für wen ich das mache, für mein Publikum. Jeder, was dort mitfiebert, also wirklich, ich bin da sprachlos, wirklich, absolut. Und freue mich auf jeden schon. Und ich werde auch 110% geben, egal was ist. Man muss mich da drinnen echt totschlagen. Solange ich zucke, werde ich kämpfen bis zum Letzten, so gut ich kann. Danke an die Vedetta, dass ihr das möglich macht, dass ich zwar solche Krieger messen können. Und danke an den Matthias für den Kampf voriges Jahr, der den Weg mit Sascha vorbereitet hat. Danke. Wir sind jetzt im Store von Moncler in Wien im ersten Bezirk. Ja, letztes Mal habt ihr ja gesehen, die Chelsea, ihre Kollektion, was sie hat zu Hause. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt seid ihr mal live dabei, wenn ich für die Chelsea was kaufe. Wenn ich schon in Wien bin, mein Training absolviere und das hat sich gerade ergeben und jetzt seid ihr mal dabei. Jetzt lassen wir uns gerade beraten von meiner Verkäuferin der Vertrauen, der Kerstin, die was für uns immer zuständig sein ist. Ja, und das ist die neue Kollektion und jetzt schauen wir mal, was die Chelsea meichert. Ha? Ha, Chelsea, was magst du denn da haben? Ha? Hm? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, das werden wir gleich anprobieren. Und so. Ich weiß auch nicht warum, aber es tut mir einfach gut, mit der Chelsea ab und zu einfach was gönnen. Und ich weiß nicht, die Sachen sind nicht nur schön, sondern warm auch. Und der Winter kommt ja. Jetzt wird der Sommer so heiß, also wird der Winter auch kalt. Und ich weiß nicht, das tut mir einfach gut, dass der Chelsea ab und zu was kauft. So. Schauen wir mal da rein, gell? Schaut sie. Komm her da. Also ich selber bin jetzt schon 13 Jahre bei der Firma und der Sascha kommt schon seit ein bisschen mehr als 8 Jahren mit der Chelsea zu mir und kauft auch regelmäßig Sachen für sie ein. Und auch von mir und meinem ganzen Team wünschen wir den Sascha alles Gute für seinen Kampf am 19. Oktober bei der Vendetta. So Leute, jetzt schaut so aus. Jetzt bin ich in der Kältekammer hier. Ich habe heute schon Bratzentraining gehabt mit meinem Trainer und am Abend habe ich dann Sparring. Und wenn ich dann Zeit habe, gehe ich meistens noch in die Kältekammer zum Regenerieren, dass ich dann nachher 100% Leistung abrufen kann. So, wenn ich in Wien bin, gehe ich ganz gern in ein Top-Restaurant meines Vertrauens, wo ich sehr erwünscht bin mit Chelsea. Das ist Mama und der Bulle. Ist echt mega lecker. Wirklich, also top, wirklich. So, schauen wir mal rein. Es sieht so, für die Leute, was das nicht wissen, wir haben wieder mitgemacht dieses Jahr bei Top Dog Germany, war echt mega wieder, war diesmal sehr schwer, andere Hindernisse, es war echt Hut ab mit lauter große Hunde, aber wir haben super performt, in der Gesamtwertung sind wir Siebter geworden und ich bin mega stolz auf Chelsea wieder gewesen und super. Also was auch lässig ist, wenn ich jetzt im Wien spaziere, von allem werde ich angeredet wegen dem Sport. Also da weiß man wirklich, für was man trainiert, für was man schwitzt und für was man den Sport überhaupt ausübt. Echt cool. Wirklich.
Am 19.10. kann sich mein Publikum auf eine regelrechte Schlacht vorbereiten. Ich habe 110% trainiert und ich werde 120% im Kampf geben. Zu 1.000.000%. Und Chuck, bereite auf eine regelrechte Schlacht vor. Bis zum Ende.